Meine Lieben, ihr wisst ja, dass ich sehr verpeilt bin und ich habe ja auch wieder gedacht, ich hätte die Kamera schon eingeschaltet. Habe ich natürlich nicht. Ich wollte euch eigentlich in diesem Video zeigen, dass ich den Stiften von Staedtler nochmal eine Chance gebe. Beziehungsweise hatte ich ja in meinem Stiftetest, wo die Staedtler dabei waren, gesagt, ja gut, man muss darauf stehen, dass die zart sind und, ne, und geduldig sein. Auch wenn Geduld nicht meine Stärke ist. Ich hatte mir eine Skizze gemacht und hatte schon angefangen in dem Glauben, die Kamera läuft schon. Was sie natürlich nicht tat und was ich hiermit nachholen werde. Ich möchte nämlich nicht nochmal von vorne anfangen, denn das ist jetzt schon der dritte Versuch. Ich habe schon zweimal neu angefangen und ich habe jetzt keinen Nerv mehr. Deswegen mache ich das hier einfach weiter. Ich möchte also dieses Bild hier ausarbeiten. Das mache ich im Schnelldurchlauf. Und ich benutze ausschließlich die Staedtler Stifte. Also kein Bleistift, nichts. Ein Radiergummi schon, ne, dann und wann. Aber kein Bleistift, nichts. Ich nehme nur diese Buntstifter. Und ganz am Ende komme ich dann noch mal wieder und sage etwas dazu, ziehe mein Resümee und ja, lasse euch daran teilhaben, was ich von diesen Stiften halte, wie ich darüber denke. Ich glaube, dass das sehr interessant wird, denn das, was ich bis jetzt sehe, lässt sich schon mal ganz gut an. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Und sag einfach bis nachher.
gut, denn wie ihr seht, bin ich fertig. Und ich muss sagen, die sind gar nicht so schlecht, wie ich zuerst angenommen habe, die Stifte. Wenn man geduldig ist, ne? Und ich war ja ausnahmsweise mal geduldig, dann kann man, wie ihr seht, schöne Ergebnisse damit erzielen. Es sind ganz dezente Farben, aber das hatte ich ja schon damals in dem Video gesagt. Und ja, man muss halt öfter drüber gehen, aber da ist einiges möglich. Es wäre theoretisch sogar noch mehr drin gewesen. Ich hätte noch mehr Farbe auftragen können. Und das auf diesem dünnen Malblockpapier sogar. Es wäre gegangen. So, das muss ich jetzt mal sagen. Ich bin da sehr überrascht, dass das Ergebnis dann doch so gut war. Oh, hier ein bisschen Papier abgerissen, das ist blöd. Beim nächsten Mal muss ich mehr Feuer. Das Washi-Tape hier im Vorfeld ein bisschen mehr entstärken. Ja, hier haben wir das gleiche Theater. Ja, ist aber nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Ne? So, das ist mein Ergebnis und ich finde das gar nicht mal so schlecht. Und wenn ich überlege, ich habe das wirklich nur mit diesen Stiften hier gemacht und ein Radiergummi oder Radiergummis, ne? Ja. Dann bin ich doch positiv überrascht, dass man damit solche Ergebnisse erzielen kann. Ja. Empfehle ich die? Da stehe ich schon wieder vor der Frage. Ja, doch schon. Denn im Prinzip, ich bin der Meinung, dass man mit fast jedem Stift schöne Zeichnungen erstellen kann. Und ja, man muss halt wissen, was man da für Stifte hat, dass ich jetzt hier von diesen Städtlern keine super kräftigen Farben erwarten kann. Das war mir ja klar. Ich wollte ja nur wissen, ob es möglich ist, damit schöne Bilder zu erstellen. Und ja, ich finde schon, dass man das kann. Ihr könnt gerne in die Kommentare mal schreiben, wie ihr das so seht. Lohnt es sich, auch mit günstigen Stiften und auch mit Stiften, die nicht ganz so kräftig sind, mal was zu versuchen? Ich bin der Meinung, ja, das kann man machen. So. Also, so schlecht wie anfangs angenommen, sind die gar nicht. Ich finde das Ergebnis ganz hübsch und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und das Übliche kommt jetzt. Ne? Tschüss.